Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Jo, Freunde, jetzt haben wir ein richtig fettes Problem. Ihr wisst ja, was das letzte Mal passiert ist. Das wird jetzt eigentlich der gleiche Part wie der vor zwei Parts, denn ich muss dieses wunderschöne Gebiet, das ich fast schon verfluchen wollen würde. Nein, eigentlich nicht. Wegen dieser einen Sache. Wir haben 24.000 Seelen verloren. Das tut richtig weh im Kopf. Und ich will die wieder haben. Und das wird jetzt, das war so ein Zuckerschlecken das letzte Mal. Wir sind da durchgerusht, als wäre das gar nichts hier. Aber ich wette euch jetzt, jetzt ist es wieder so ein Nervenspiel. Jetzt hier keine Scheiße bauen. Ich bin darin ja fast ein Meister hier, dass das dann schief gehen könnte. Ich hoffe nicht. Drückt mir die Daumen. Es sind echt für meinen jetzigen Zustand wirklich noch sehr viele Seelen. Ich hätte sie unglaublich gerne wieder. Oh Mann. So, okay. Das nächste. Jo. Ich gleich die Post ab. Das haben wir alles das letzte Mal auch ganz gemütlich erledigt. Das muss heute genauso laufen. Ich kann jetzt natürlich unmöglich durchwaschen. Es ist jetzt leider eine Wiederholung für euch. Wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr natürlich auf den nächsten Part warten. Und, jo, ich passe lieber erstmal auf. Okay. Ja, ihr habt mir natürlich auch Feedback hinterlassen. Das war gar nicht so, negativ, wie ich erst dachte. So nach dem Motto, wie kannst du nur? Wobei doch eine Sache, aua. Eine Sache habt ihr doch sehr bemängelt, nämlich mein Verkaufswahn. Das tut mir leid. Ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben für die paar Seelen. Beispielsweise habt ihr es doch sehr angekreidet, dass ich meine Ringe nicht verkaufen sollte. Naja, ich weiß nicht. Ja, ihr habt natürlich recht. Vor allem, wenn man sich gleich mal umskillen will und dann eine andere Taktik probieren kann. Das kann man dann natürlich vergessen, weil Ring so und so fehlt, ne? Da habt ihr natürlich recht. Aber das kann ich vergessen mit dem anderen, der mich da ständig... Oh, ups. Vor allem kann ich es vergessen, wenn ich mein Schwert ausgerüstet habe. Hält. Warte mal, wenn ich mich aber in so einem Winkel stelle, dann sieht der Typi mich nicht. Ah! Ah, ne, ne, okay, 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 okay. So, ist ein bisschen weit weg, der Kerl. Ei. Der ist jedenfalls aber auch weit weg. Des Weiteren habt ihr mir gesagt... Ah, der ist schon tot, Mist. Nein, ich hole ich mir. Des Weiteren habt ihr mir gesagt, ja, eine Zweitwaffe hätte ich mir unbedingt aufheben sollen. Mein Feuerschwert hatte auch nicht mehr viel. Jetzt habe ich, glaube ich, meine Blitzwaffe verkauft, ne? Das war nicht so gut, aber ich krieg bestimmt nochmal was relativ Gutes. Und, ja, das klappt schon alles. Wir werden das alles schon schaukeln. Macht euch mal nicht so einen Kopf. Ich habe bis jetzt jedes Souls dahin gekriegt. Ich werde auch dieses schaffen. So. Lass den Dreck. So, jetzt aufpassen. Das kann so schnell vorbei sein. Ich muss nur irgendwo blöd reinfallen. Das war's. Ich hab so Angst. So viele Seelen. Wenn ich die Seelen habe, ich hau sofort ab. Ich mache einen Rückzug, aber dann müsste ich es ja noch ein drittes Mal durchkämpfen. Oder ich benutze diesen Lebenssicherungsring, den ihr mir auch öfters empfohlen habt. Denn der soll jetzt besser sein wie im Vorgänger. Angst, dass da einer von den Leichen aufsteht und mir hinterrücks ein Problem macht. Aber ne, hier ist rein gar nichts. Sie sehen natürlich die Typen in der Hütte. Kann ich die irgendwie... Ah ja, okay. Jetzt lass mir... Ah ja, okay. Super, toll. Jetzt gehen wir erstmal da weg, wo ich irgendwie reinfahren könnte oder so. Mist. So. Oh ne, nicht so viel auf einmal. Zurücklaufen bringt nichts. Die... Ah, doch. Jetzt. Okay. Okay. Es ist doch schön, dass die einem nicht so unglaublich penetrant nachlatschen, oder? Das kann man jetzt schön ausnutzen. So, ich muss jetzt auf absolute Vorsicht gehen, natürlich, weil... Das andere... Oh, wieso passiert denn das in letzter Zeit immer? Vorsicht, ich bin nicht in die Pampe gefallen. So. Probieren wir es doch mal. Oh, das ist noch ein bisschen weg. Ah, jetzt muss er sich bewegen. Voll Depp, du. Hier probieren. Ach, das muss man... Das ist noch Verbesserungs... Ja, disst mich doch alle!
Jetzt bleib mal stehen. Ja, bleib nicht stehen. Ach, ich muss hinkommen. Das hat keinen Sinn. Und das wäre jetzt vielleicht eine Stelle, wo ich wirklich mal Pfeil und Bogen besser benutze. Bleib stehen. Hey! Oh Mist. Okay, ich glaube, das ist zu weit weg. Das hat so ausgesehen, als hätte sich das hier im Pfeil aufgelöst. So kam es mir vor. Dann komme ich halt ein bisschen näher. So. Ich will nur nicht alle auf einmal haben. Das ist alles. So, der ist kaputt. Der andere, der könnte wieder so Zeug schmeißen. Davor habe ich ein bisschen Angst. Komm, ich muss den doch jetzt anvisieren können. Komm, anvisieren. So, du erreichst mich nicht mehr, mein Freund. Wärst vielleicht lieber mal oben geblieben. Gut, weiter. Da drinnen war noch... Wo ist denn jetzt der dritte? Das waren doch drei. Das waren doch drei. Ist der eine in sein Häuschen gegangen? Oder waren es doch nur zwei? Halt, da drin ist er, ne? Okay, den schnapp ich mir. Da drin ist das Vieh. Und ich hatte recht mit der Theorie, dass die nur sich das im Dunkeln aufhalten. Sache. Müsste ich echt mal mit der Fackel ärgern. Aber naja, ich kann den auch erstmal getrost ignorieren, weil in diese Ecke muss ich ja jetzt gar nicht. Da habe ich ja schon geklingelt. Wir können gleich nach oben gehen. Aber auch da muss ich vorsichtig sein. Oder ich... Kommt hier was? Nö, ne? Das Licht ist mit mir. Diese Viecher können hier mich nicht überraschen. Ah doch, es hat noch geklappt. Okay, gut. So weit kann er nicht werfen. Das finde ich sehr nett von ihm. So, ja gut, wenn das jetzt so weiterhin gut läuft, dann bin ich sogar guter Dinge, dass wir heute noch was Neues sehen werden von dieser Gegend. Jetzt kurz mal überlegen, in die Richtung muss ich nicht, ne? Ne, die habe ich schon gecleant das letzte Mal. Wir können gleich da oben weitermachen. So, aber hier waren doch noch mehr. Oder? Ja, da steht einer. Aber das war's. Kümmern wir uns um den Vollhonk doch gleich mal. So. Ich liebe das Feuerschwert. Oh, hopp, Hundi, Hundi, Hundi. Hopp, mach was, oder? Wow. Wow. Okay. Eisenpfeil. So, jetzt muss ich mal überlegen, wo war denn jetzt der Verkäufer? Muss noch irgendwie... Moment mal, wie bin ich denn da gelatscht jetzt? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Die Richtung? Oder das Haus da hoch? Ich latsch mal hier weiter. Hi. Siehst du mich? Also ich sehe dich. Ich glaube, der will da nicht raus, ha? Okay. Wenn du nicht willst, dann spüre das. Und das. Ist hier jemand aufgemischt deswegen? Nein. Das ist schön. Ist da noch jemand? Bin mir jetzt gerade voll unsicher. Okay, hier ist sonst nichts. Nee, okay, das ist kaputt. Der Typ war ja in einem Haus, aber da waren doch noch so... Ich muss noch an diesen hässlichen Viechern vorbei, da wo es dunkel wird. Ja, das war relativ weit oben natürlich irgendwo... Ach, ich weiß auch nicht mehr. Wir werden es rausfinden. Auf jeden Fall ist es noch ein Weg. So. Yay! Gleich beim ersten Mal hier. Das kannst du stecken lassen. Schön. Okay. Gut. Gut. Weiter. Genau, jetzt muss ich da hoch, dann muss ich diese Viecher machen. Ich glaube, da hole ich gleich meine großen Seelenpfeile raus, damit das ein bisschen fixer geht. Und mich noch einen Tick sicherer fühle. Der Typ kann ja nicht zu mir, ne? Der ist... Okay, gut. Okay, Viechers. Das letzte Mal hat es ja ganz gut geklappt zwischen uns. Ich hoffe, diesmal auch.
anvisieren, anvisieren, danke. Push. Ich finde den Unterschied einfach nicht so Bombe. Muss ich leider sagen. Naja, drei Treffer ist okay. Doch, ist in Ordnung. Na? Ramponierte Stoffmaschetten, warum auch immer das Vieh das mit sich trägt. Na gut, vielleicht hat man Soldaten gefressen und hat noch so zwischen den Zähnen gehangen. So was soll es geben. Der nächste bitte. Und da hinten müsste es dann auch gleich kommen. Ist nicht mehr weit bis zu meinen Seelen. Ist nicht mehr weit. Da hinten, der wird mich nicht überraschen. Würdest du bitte, danke. Der ist eilig. Aufpassen! Fast geblutet. Warte mal, ich will hier weg. Ich gehe erstmal ins Licht. Jetzt kannst du mich mal... Oh, hast du Angst im Hellen? Du traust dich aber doch noch relativ nah ran. Hat ja auch nichts gebracht. Ich blute heute nicht. Schimmernder Lebensstein. Ah, das droppen die ziemlich oft, ne? So. Dann war es, glaube ich, nur noch einer. Oder maximal zwei. Bis ich in das Häuschen komme, wo ich hin will. Ich lock den erstmal. Ups. Ja. Das macht Spaß. Gut. Gut. Okay. Also ich muss mich auch nochmal recht herzlich für eure Kommentare bedanken. Klar, es sind ein paar Sachen drin, die sich immer wieder wiederholen, aber dann gibt's auch so Wall of Texte, über die ich mich sehr freue. Also ich lese mir das wirklich alles sehr genauestens durch. Immer mit der Hoffnung, dass ihr mir nicht zu viel verratet. Wohlgemerkt nur das, was ich halt wirklich nicht herausfinden würde. Schaut mal, seht ihr, was da liegt? Ich weiß, was da liegt. und ich muss da wirklich Porta Collaginis oder so ähnlich muss ich auf jeden Fall grüßen. Ah, shit. Das ist ja noch voll mit Viechern. Oh, nee. Ich muss noch aufpassen. Ich darf noch nicht ausschweifend werden. Und Trank Dübel schreibt mir auch immer wieder sehr interessante Sachen. Und lange Sachen vor allem. Pfirsichkrieger natürlich. Aber natürlich auch viele, viele, viele kleine Posts, über die ich mich ziemlich freue. Kommst du nicht mehr raus? Doch. Komm, wir gehen wieder ins Licht. Ich habe keinen Bock auf einen Fail hier. Kommst du? Ja, er kommt. Kommst du? Hey, kommst du noch? Hey, Kamerad. Ich weiß, ich traue mich jetzt halt nicht mit der Fackel so rum zu experimentieren. Das mache ich dann erst das nächste Mal. Okay, ich lock ihn nicht bis ganz nach drüben. Das ist vielleicht auch blöd. Hey, komm mal her. Das ist doch so dumm, da kann ich dich doch gar nicht... Was machst denn du jetzt? Hä, wo latscht denn jetzt hin? Ich hätte mich gleich von sonst wo überrascht. Aber nee, das kann er nicht, oder? Nee, alles cool. Ach Gott, dieser Nervenkitzel. Komm, ich will ihn anvisieren. Ich will ihn anvisieren. Das dauert. Oh nein. Nein. Nicht zwei auf einmal ist. Ich stehe halt auf. Großer Seelenfall hier. Nicht so schnell. Mach doch mal eine Pause. Ah, ich häng fest. Okay, weiter geht's. Okay, jetzt der nächste. Anvisieren bitte. Den Kasper. So. So, und drauf. Oh, schön. Ich hoffe, das war's. Mensch, ihr seid aber auch ergiebig hier. Gibt mir immer schöne Items, Langschwert, schimmernder Lebensstein. Es kann sein, dass unser Säufer auch schon weg ist, ne? Der zieht ja weiter, habt ihr gemeint. Aber das macht ja nichts. Ich habe ja schon alles verkauft. Beziehungsweise zu viel. Ich höre auch keine Trinkgeräusche mehr. Ich glaube, man hat sie von hier schon gehört, oder? Ich meine, klar, er war über uns. Also warum sollte man es nicht hören? Aber ich glaube, Vorsicht, ich glaube, oben war noch ein Mistvieh. Ja, da ist noch einer. Deswegen, Mama, den müssen wir doch auch wieder treffen, ne? Genau, bleib schön da stehen.
Perfekt. Gut. Gut. So. Ah, da ist noch eins. Oh Gott, da hat mich erschrocken. Scheiße. Oh Mann, da hat mich voll erschrocken. Sichere Situation hier erstmal. Und jetzt geht's wieder los. Große Seelenpfeile gleich bitte. Okay, weiter geht's. Oh! Oh! Weg mit dir! Oh, das ist aber ganz schön knapp mit dem Blutungseffekt hier. Ultra knapp. Beinahe wäre es wieder passiert. So, das war's doch jetzt, oder? Gib mir jetzt endlich das, was ich mir doch jetzt eigentlich verdient habe, oder? So. Hallo? Noch jemand da? Ich hoffe nicht. So. So. Hallo? Ja, direkt vor der Kiste. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich auch das Richtige mache. Euren Blutfleck berühren. Gut. Gut. Gut, ja, ist wirklich weg, wie man sieht. Mhm. So. Jetzt habe ich folgenden Plan. Ich werde mir jetzt den Ring gönnen. Den tue ich jetzt erstmal raus. Ja, komm, den Schlangenring, der bringt mir jetzt nichts. Und werde meinen Lebenssicherungsstein reinhauen. Hebt tot auf, zerbricht jedoch. Damit ich meine Seelen definitiv nicht verliere. So war das doch, oder? Dieser göttliche Ring wacht über das Leben des Trägers. Er wurde von den Schülern von Rons, dem Weißen des Lindes, erschaffen. Die außergewöhnlichen Schutzkräfte bewahren euch vor jeglichen Verlusten bei Tod. Doch zerbricht der Ring, nachdem seine Macht eingesetzt wurde. Genau, den ziehst du jetzt an. So. Nur damit sowas nicht nochmal passiert, denn ich würde die Kiste natürlich gern öffnen. Mein Fehler war, ich hätte einfach nur blocken müssen. Aber ich hatte das noch von der anderen Kiste so drinne, wegen Giftwolke, dass ich da schnell zurückrolle. Ich werde jetzt einfach drauf achten. Grün heißt rückrollen, was anderes heißt blocken. Und ich hoffe, es gibt jetzt nicht noch eine dritte Fake-Art, die mich sonst wie überrascht. Aber ich werde auch, das sicherheitshalber... Okay, den Ring habe ich drin, mir kann nichts passieren. Der Sicherheitshalber werde ich erstmal auch die Kiste hier öffnen. Okay, die ist eh clean. Ein Großschwert, okay. Ja, ich will das Item haben, also ist so klar. Grün! Oh, grün, ich stinke! Aber ich lebe noch. Okay. Ein silberner Talisman. Ja, war es der wert? Ich weiß ja nicht. So, jetzt die Frage. Zurückgehen mit dem Heimkehrknochen? Oder auf Risiko gehen, weitermachen? Und, ja, ich habe ja schon ein gutes Stück jetzt geschafft, ey. Da müsste doch mal ein Leuchtfeuer oder so langsam kommen, denke ich mal. Wenn ich hier rausspringe, dann bin ich bestimmt in einem altbekannten Gebiet, oder? Bin mir nicht sicher. Ich lasse das erstmal mit dem Springen. Nee, ich werde, ich werde das erstmal so hier lassen, also ich mach weiter. Und hab ja meinen Ring als Lebensversicherung. Deswegen, yo. Wir wollen auch ein bisschen was Neues erleben, weil wenn ich jetzt zurückschlappe... Steht da hinten jemand? Oder sieht das nur so aus? Moment. Wenn ich jetzt zurückschlappen würde, dann würden wir heute gar nichts Neues erleben. Ach nee, das ist nur so ein Riss. Das sah so wie so ein menschlicher Schatten, sah das fast aus. Okay. So, also wir haben ja hier jetzt aufgeräumt. Haben hier hinten weitergemacht. Da war ja sonst nichts mehr. Konnte ich noch mal kurz checken. Auf die andere Seite. Nee, auf die andere Seite geht nicht. Okay. Hab hier weitergemacht. War ich denn schon mal hier? Ja, ne? Das habe ich aufgeräumt. Genau, da bin ich mir ziemlich sicher. Da haben wir auch dieses eine Zeichen gefunden, was ich mir mal wieder kaufen müsste. Jo. Das werde ich demnächst auch mal machen. Auch wenn ich, glaube ich, gelesen habe, man soll aufpassen, diese Wahrheitsverkehrer, die lohnen sich nicht immer.
Aber gut, ich werde das Risiko eingehen, weil ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. In dem Fall. Ich will das. Ich muss das einfach selbst für mich erfahren. Ob es sich hier lohnen wird. Hallo? Ist da noch jemand um die Ecke? Nee. Ab jetzt heißt es wieder aufpassen. Ab jetzt könnte wieder sonst was hier auf mich schlauern. Was ist, wenn ich hier rumfallen würde? Wahrscheinlich... Obwohl... Nee, das wäre mir ein bisschen zu tief, glaube ich. Lassen wir das lieber. Gut, hier leuchtet schon mal. Das ist gut. Da steht ein Kamerad. Bist du wirklich alleine? Ich denke, den kriege ich schnell down. Probieren wir es. Sehr gut. Hingeballt. Okay. Ich glaube, ich höre was. Kommt da jemand? Das ist das Feuer. Hallo. Ah, da ist noch einer. So. Das ist ja überhaupt kein Problem für uns. Okay. Geht's weiter. Okay. Vorsichtig, langsam. Keinen Mist bauen. Da ist ein Schalter. Okay. Ruf ich jetzt das Schiff her oder was? Ah. Geil. Oh, mein Schiff kommt. Oh, geil. Mein Schiffchen kommt. Hey, eventuell habe ich jetzt auch eine Abkürzung, ne? Ich hoffe, ich habe hier jetzt jemanden Aufmerksamkeit. Ne, ich bin doch alleine hier. Oh, wie schön. Ich kann zum Schiff. Ist das nicht doll? Sieht ja gar nicht besetzt aus. Hier ist so richtig Sky. Ah, doch, jetzt sehe ich jemanden. Der Kapitän. Ja, geil. Ah, da freue ich mich drauf. So. Jo, dann springen wir mal hier rüber. Da liegt was für mich. Lebensstein und Heimatknochen. Heimatknochen ist jetzt eigentlich... Ja, jetzt haben wir... Ich denke mal, wir haben jetzt eine Abkürzung geschaffen, ne? Dass man relativ schnell zu dem Schiff kann. Vermute ich doch mal. Aber naja, mal gucken. Ich denke noch nicht, dass ich hier alles habe. Oh, schaffe ich den Sprung? Ja gut, was soll ich sonst machen, ne? Können einem ja nicht hier den Tod überlassen. Ich muss den Sprung schaffen. Ein bisschen Angst habe ich schon. Ne, alles cool. Oh. Moment. Bin ich jetzt wieder da, wo ich war? Ne, das ist noch neu. Das ist noch neu. So, jetzt sieht man den... Der hat wirklich so eine Kapitänsmütze auf. So sieht das fast aus. Cool. So, wo bin ich denn hier jetzt? Ich wieder ein bisschen wenden. Checken. Ja, ich wurde auch ein bisschen kritisiert. Ich glaube, der Freddy war's. Er hat gemeint, doch nicht jede Wand abchecken. Ich meine, klar, da hat er natürlich recht. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Wand checken würde, ne? Ja. Obwohl, es wäre vielleicht eine tolle Abkürzung. Stellt euch mal vor, wir könnten gleich hier rausrennen, anstatt die Tür zu benutzen. Okay, ich höre schon auf. Weiter. Oh, nee. Du da. Ne, ihr da. Oh, ihr seid schon wieder so viele. Aber wisst ihr was? Ihr habt Angst da oben. Ihr kommt nicht hoch. Da so viel ist sicher. So. Deswegen bleibe ich mal schön hier auf der Treppe. Ihr könnt ja gerne nachkommen. Ah, der lebt ja noch. Ah, der könnte mit seinem Touchy, seinem Butcher-Handy könnte er sogar mich erwischen. Da. So. Gleiche mache ich jetzt mit deinem Bruder. Hi. Ich glaube, bevor ich zum Schiff gehe, muss ich sowieso nochmal zum Leuchtfeuer. So viel, wie ich jetzt hier gerade ausgebe. Und auf dem Schiff gibt es bestimmt einen Boss hier. Ich renne hier schon viel zu lange ohne Boss rum.
haben da Lebensstein. Ramponiertes Stoffgewand, okay. Gut. Warte mal, ist da vielleicht... Kann ich da vielleicht... Ist da was? Ne, ich sehe nichts leuchten oder so. Okay, oben war nichts mehr. Oder ich gucke lieber nochmal, nicht, dass ich wieder so total pannende Kiste übersehe, wie schon einmal. Ne, da ist nichts, okay. Okay, 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 okay. 30.000 Seelen, aber gut. Wir haben ja die Lebensversicherung. So. Wo bin ich jetzt schon wieder? Ah, es sieht fast so aus, als könnte ich bald aufs Schiff. Okay. Hier könnte ich... Ah ja, hier komme ich wieder in mein altes Gebiet, beziehungsweise was heißt alt? Nee, nee, das ist nicht alt. Hier... Das ist neu. Hier komme ich zum Schiff. Genau, hier komme ich zum Schiff. So, ich könnte hier doch schon mal ein bisschen aufräumen. Hm? Damit du mich... Obwohl, nee, das ist mir zu weit weg. Außerdem weiß ich nicht, was da noch alles kommt. Moment, mal gucken. Wenn ich in die Richtung gehe, dann... Okay, da geht nichts mehr. Gut. Gut, gut. Wir gehen runter. Vorsichtig, weil ich habe hier eventuell Gegner am Hals, aber ich sehe keinen einzigen. Nee, hier scheint es ruhig zu sein. Na gut. Ah, da hinten sind die beiden, die habe ich nämlich gesucht. Ich habe hier... Ah ja, genau, jetzt bin ich nämlich auf der Seite, alles klar. Mhm. Aber dann kann man ja von Abkürzungen noch nicht wirklich reden, oder? Ja, mal sehen, vielleicht kriege ich da noch was. Das wäre ein bisschen weit, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Schiff failen würde und so. Das wäre ein bisschen uncool. Nur ein bisschen. Hallo? Ist hier jemand? Irgendwer? Nein? Okay. Finde ich super. Hallo? Ah, hi. Bist du alleine? Ah, da habe ich jetzt ein bisschen... Pfanne, weil... Boah. So, das war nur deine Rüstung, die runtergefallen ist. Ja, wenn ich halt in die Wand schlage, dann kann ich keine schönen Kombos machen. Nee, da war halt gerade ein bisschen ungünstig, aber wir waren trotzdem schnell. Hallo. Oh, ist das die Gittertür? Habe ich jetzt meine Abkürzung? Höchstwahrscheinlich, ne? Oh, das ist... Das wäre ja super. Komm, ich mache erstmal die Gittertür auf. Schön. Wir haben eine Abkürzung. Oh, nee, jetzt kriege ich aber gleich Besuch. Oder? Ich Besuch? Da hinten der Typ. Ja, ich lasse ihn einfach, wenn er nicht kommt. Schau ich erstmal, was hier ist. Schöne Aussicht oder was? Bringt mir jetzt... Obwohl, ich könnte auf das Dach springen. Ja gut, ich kann es probieren, ne? Ich meine... Ich bin ja dann noch im neuen Gebiet hier, ne? Ja, ich mache mir da nichts kaputt. Na komm, springen wir mal aufs Dach. Vielleicht ist hier noch was versteckt. Na, super. Du hast ja gar nichts für mich. Oder war ich hier schon? Vielleicht war ich hier schon. Weiß es nicht mehr. Kann gar nicht sein, dass ich hier schon war. Boah. So. Okay. Genau, hier bin ich reingegangen. Hier runter. Mit so weitergehen. Ich könnte auch mich gleich runterfallen lassen. Will ich aber nicht. Okay, wir kommen dem Schiff immer nahe. Wir werden das jetzt zwar nicht mehr schaffen... deswegen, ja, das ist noch ein gutes Stück. Und da sehe ich noch einen kleinen Mistkerl. Den kill ich noch schnell. Den kill ich noch schnell. Bevor ich den im nächsten Part vergesse, habe ich keinen Bock drauf. Höher. Noch höher. So. Na komm, ein bisschen raus. Okay, gut. Jetzt machen wir ihn richtig. Du willst ja gar nicht hier hoch, mein Freund. So, du willst hier gar nicht. Obwohl, traut sich ein Stück. So, ist gut. Ist alles bestens. Okay, Freunde. Das nächste Mal werden wir dann zum Schiff kommen. Wir werden höchstwahrscheinlich zurückkehren zu einem Leuchtfeuer.
werden kaufen, skillen, was das Zeug hält. Freut euch drauf, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls 2.